Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute bei mir auf dem Tisch Anatomie Meterbook Collection 1 plus 2. Hierbei handelt es sich um einen deutschen Thriller. Erstmals, glaube ich, die Erstveröffentlichung auf Blu-ray. Beide Teile in einem Mediabook von Just Bridge Entertainment. Und ich werde hier mal einen kritischen Blick drauf werfen. Das Mediabook kostet 23 Euro. Dann mal gucken, ob es wirklich die 23 Euro wert ist oder nicht. Aber ich kann schon mal so viel verraten. 23 Euro für zwei Filme in einem Mediabook. Ja, da kann auch mal die Mediabook-Qualität nicht so berauschend sein. So. Als erstes gucken wir uns mal das Frontcover an. Das ist ein Abdruck von einer Hand. Es ist alles matt gehalten. Ein Abdruck von einer Hand mit rotem Hintergrund. Hier der Schriftzug Anatomie, Mediabook Collection 1 plus 2. Ja. Hier der Hinweis auf eine Blu-ray-Disc. Und da sind zwei Discs abgebildet. Jo, und oben nochmal Anatomie, Wissenschaft vom Bau des menschlichen Körpers und seinen Organen. Lass uns mal auf die Rückseite gehen. Aber davor gucken wir uns noch das Bein an. Hier oben kein Labelhinweis oder nichts. Mediabook Collection Anatomie 1 plus 2. Und hier unten ist Sony Pictures Home Entertainment Logo, das Just Bridge Logo und das Blu-ray Disc Logo und wahrscheinlich die Bestellnummer. Auf der Rückseite ist ein Aufleger, der mit Klebepuppen dran gemacht ist, die sich leider nur sehr schwer lösen. Der Aufleger ist ziemlich dünnes Papier, sehr dünnes Papier, man merkt es, einfach wie ein Blatt Papier. Gehen wir mal da näher drauf ein. Oben haben wir ein paar Scene-Shots, Anatomie und den Plot und drunter das Bonusmaterial und die Credits. Und beim Teil 2 genau das gleiche, Scene-Shots, Filmtitel, Plot, Bonusmaterial und die Credits. Und ganz unten die Spezifikationen. Hier nochmal die Labelhinweise. Die Rückseite ist nichts, ist alles weiß. Dann lass uns mal hier angucken. Die Rückseite in Rot gehalten, hier ein bisschen schwarz geht's über. Hier kann man leider sehen, vom Popel hat sich hier die oberste Schicht ein bisschen gelöst. Den zweiten Popel machen wir hier weg. Auch hier leider einen kleinen Huppe. Also, warum machen die Labels das? Warum nicht einfach drauflegen, einschweißen, fertig? Sowas regt mich jetzt schon wieder auf. Das gibt's doch nicht. In Gänze kann man hier sehen, dass das Schwarze hier so abschwächt. Und auch so ein durchgängiges Artwork. Aber das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum macht man einen Aufleger drauf, bebt ihn hin, dass es das Mediabook beschädigt, und dann macht man es weg und es ist eh rot. Was soll das? Dann druck doch die Information hinten drauf, wenn du keine Ahnung hast, echt. So langsam regt mich sowas auf. Als wenn es das erste Mediabook wäre, was man hier rausbringt, echt. Hier die Blu-ray vom ersten Teil. Im Hintergrund sieht man, wie es hier so vom Schwarzen ins Rote überläuft. Hier kann man auch ganz gut erkennen, dass hier es wieder so Fäden zieht. Wie gesagt, mir macht sowas nichts aus, aber es gibt Sammler, die achten darauf, dass hier auch alles wirklich gut verklebt ist. Ist auch ein Indikator dafür, dass es billig produziert worden ist, meiner Meinung nach. Dann blättern wir mal durch. Die erste Seite ist
ziemlich dick. Und die wird wahrscheinlich, ja, die werden ein bisschen dünner sein. Ja, die ist auch ein bisschen dünner. So, hier haben wir als erstes ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen. Wir haben einen Prolog. Und hier schon ein ziemlich nettes Bild. Ja, die Seiten sind dünn, aber bei einem 23 Media, Euro Mediabook mit zwei Filmen drin ist es, glaube ich, ganz akzeptabel. Nicht wie es zum Beispiel andere Labels machen, wo du dann 30 Euro für einen Film zahlst und das sind dann so dünne Seiten drin. Hier wird auf die Entstehung von Anatomie eingegangen, ist auch in Kapiteln unterteilt. Hier geht es um Film, ich weiß nicht, ob ich den mal gesehen habe. Ich glaube, den ersten habe ich mal gesehen, aber das ist schon ziemlich lange her, bestimmt schon 15 bis 20 Jahre. Ja. Das Design, muss ich sagen, spricht mich an. Ist hier auch immer ein Bild und hier Text außenrum. Hier wird in zum zweiten Teil eingegangen im Text. Ist auch viel Text. Werde ich demnächst auch mal sichten. Ich denke mal, wäre auch was für meine Freundin. Wir haben 20 Seiten Booklet. Hier haben wir noch ein schönes Artwork. Und hier genau das gleiche wie vorne. Dass das Schwarze ins Rote übergeht. Aber das Booklet ist verklebt. Ja. Für 23 Euro kann man eigentlich nichts sagen gegen das Mediabook. Die Verarbeitung ist wie zum Beispiel NSM typisch oder 84 typisch von der Stärke her. Schwabbelt nicht so arg rum. Klar, es schwabbelt, aber er hat schon Widerstand. Meiner Meinung nach 23 Euro total in Ordnung. Nur das mit dem Backpaper hätten sie sparen können. Warum drucken sie es nicht hinten drauf, wenn die eh kein Print hinten drauf machen? Ist für den Arsch. Aber so im Großen und Ganzen ist es ein ganz ordentliches Release. Und hier ist, glaube ich, auch ein kleiner Produktionsfehler. Man sieht es. Sieht man es? Hier ist so ein Strich. Von Cut. Ja, muss man mit leben. So, dann schreibt in die Kommentare, kennt ihr den Film? Habt ihr das Mediabook geholt? Schreibt es unten in die Kommentare. Lasst ein Abo da, einen Like da. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Heidi ho und ciao ciao.